Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Ja, wie ihr schon gleich am Anfang seht, ich habe jetzt mal den Shader drauf, den Sonic Shader. Ja, R10 Ultra, glaube ich, war das. Also der beste, der momentan für die 147 gibt. Funktioniert soweit alles spitze. Was mir halt nicht so gefällt, ist, ja, hier in Räumen ziemlich dunkel, draußen ziemlich hell. Trotz ganzen Licht und so, aber ja. Das werden wir schon irgendwie in den Griff bekommen. Hier habe ich eben weitergebaut, wie gesagt, hier oben mit schönen Lampen. Die sieht man halt jetzt nicht mehr durch den Shader so gut. Das ist halt leider so. Dafür wackeln hier draußen die ganzen Blätter und so. Das Gras leider nicht, das geht mit dem Texturenpack nicht. Und das meinte ich, hier ist so hell, da blendet schon direkt der Monitor. Genau, hier habe ich einen Durchgang gebaut, hier entlang rauf. Hier und hier eine Stiege nach unten. Links, rechts schön beleuchtet. Hier ein paar Lichter da oben. Ja, und da bauen wir dann später mal weiter. Was ist cool, wenn es raufgeht, dann wird man zuerst geblendet und wenn sich die Augen noch an die Helligkeit gewöhnen, wird es dann dunkler, so wie im realen Leben auch. Drin auch, der Raum ist dunkel, außen ist hell und dann wird es mit der Zeit hell. Das heißt, eine reine Gewöhnungssache. Ja, hier hat sich nichts verändert. Das passt alles. Ja, jetzt wird halt jedes Mal, wenn der sich verschiebt, hier wird hell. Ja, hier muss man ein bisschen warten, weil ich die Schleife auf 5 Sekunden gesetzt habe. Das Wasser ist halt unsichtbar in diesem Sinne. Schön mit Fällen, wie man hier sieht, aber trotzdem unsichtbar. Das finde ich ein bisschen blöd. So, wie sieht es eigentlich hier aus mit der Energie? Ja, noch alles Paletti. Können wir die haben ausschalten? Okay, die haben sie alle aufgehangen, glaube ich. Achso, nee, die Lava ist ausgekommen. Das heißt für uns, wir gehen die Lavapumpe jetzt gemeinsam umsetzen. Ich habe ja, ich glaube in der letzten, vorletzten Folge habe ich ja die Lava-Welt gemacht. Warte mal, wo ist die Lava-Pumpe? Die ist im Nether. Müssen wir zuerst im Nether die Lava-Pumpe holen und die dann versetzen. Schauen wir mal, wie das im Nether aussieht. Ja. Okay, es sieht relativ normal aus hier. Alles, die Farben sind halt alle ein bisschen anders, ne? Okay, das Feuer ist auch gleich geblieben, weil eben wegen Texturenpack. Die Lava hier schaut etwas heftiger aus. So hell, dunkel. Gut, was soll denn hier? Bitte ein Licht reinschalten. Okay. Also in der Hölle scheint die Sonne. Nicht vergessen. Hier auch voll hell. Okay, das aktualisiert er jetzt dann nochmal. Man merkt, dass er hier völlig Blödsinn anzeigt, aber egal. Lava wäre ja hier, ne? Da haben wir eins, okay. Dennoch bauen wir das jetzt alles ab. Oh, hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel abbauen, weil das nicht nach unten geht. So, das noch weg. Die Mörderhänger weg. Die Pumpe natürlich weg. Und die hier zweimal. Welche Frequenz war die? Also haben wir eben mit Namen, das ist ja gut. So. Und das Ganze versetzen wir jetzt in unsere schöne Lava-Welt. In Mistcraft. Hier hinten war das Portal, ne? Ja. Weiß schon arg, wie hell es hier ist. Mein Schraubenschlüssel, er glänzt. Nein, Mami. Bäume wackelt nicht so weg da. Hier sogar die Kakteen gibt Schatten, die Bäume, alles gibt Schatten, außer natürlich diese vergammelten Pflanzen hier. Und es blendet. Gehen wir wieder rein. Kriege ich Augenkrebs hier. Meine Augen. Augenkrebs. Und wir müssen in die Lava-Welt, das war da. Ne, Meinung, Lava war da oben. Ach, Kacke.
Okay. So, es hat aufgehört zu brennen überall. Gut. Was wir jetzt natürlich nicht bei haben, ist ein Material, damit wir hier ein wenig nach draußen bauen können. Aber das soll uns nicht stören. Wir haben unsere Mood Order dabei. Dann nehmen wir mal schön Cobblestone. Zwei Stack, das wird passen. Blauen Rucksack. Auch wenn wir hier nichts wegschmeißen. Sonst liegt das alles in der Lava. Was ist jetzt los? Jetzt wird dunkel. Okay, wenn Sie meinen, dass jetzt dunkel wird, dann soll dunkel werden. Ich finde das eine komische Sache, ne? Und vielleicht gehen wir hier raus, bis wir die erste Bombe platzieren. Ich würde sagen, hier irgendwo, ne? So viel Platz brauchen wir ja auch nicht. So, zack, zack. Kommt hier die Pumpe hin. Hier noch einmal rundherum. Aufpassen, dass ich jetzt nicht mein Shift loslasse. Weil der Finger wackelt schon. Da. Und hier dasselbe nochmal. Zack, zack. Und hier möchte ich einen breiteren Weg haben. Und hier nicht andauernd runterfalle. Ah, es wird hell. Die Sonne geht auf, oder? Nee, der Mond. Ja, soll so sein. Wenn der Shader sagt, es wird hell, dann wird es hell. Dann nehmen wir das einfach so an und fertig. Ganz verstehe ich den Shader sowieso nicht, weil der funktioniert immer nicht. Das ist immer so eine Sache mit den Shaders. Ja, was ist denn jetzt los? Warum kann ich den nicht abbauen? Doch. Gibt da keine Sonne. Okay, es wird hell ohne Sonne. Da kommt die Sonne rauf. Na egal. Hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel. Dann kommt hier folgendermaßen die Pumpe. Energie zurück. Auf, was machen wir denn hier? 100 Megajoule. Hier auf gar nichts. Und hier sagen wir Receive Only, 100 Megajoule. Okay. Das sollte die dann schon anfangen, beziehungsweise wir hier die Liquid Tesseract bauen. Und sagen, Lava öffentlich. Das, das und Only Send. Und dann hier noch eine Cobblestone Pipe bauen. Genau, müsste die schon befüllt werden. Weil hier haben wir irgendwo im Nirgendwo die ID 1 und Sendl und die genau. Für was die ID 1 war, weiß ich nicht, aber wir haben sie einfach. Gut, und ich denke mal, hier hat die Pumpe schön was zu tun, außer Lava hat sie nur Lava. Und das wird sie ja hoffentlich auch tun, oder? Pumpen tut sie gerade nicht. Das passt da wahrscheinlich nicht. Der hier, Lava öffentlich. Senden. Immer. Du, Energie. Receive. Und immer. Passt ja. Pumpe, dumm und nichts können. Passt auch. Ja, dann gehen wir wieder zurück und schauen mal, ob unsere Maschinen... Nee, wir dürfen nicht zurückgehen. Wir haben etwas vergessen. Und zwar brauchen wir hier ja einmal Anker the World. Schauen wir mal F6. Ja. Passt perfekt, dann ladet er schön die Chunks. Die Pumpe steht genau. Was? Die Pumpe steht genau mit dem Chunk. Zwischen zwei Chunks. Okay, okay, das geht gar nicht, aber egal. Hier umstellen. Okay, egal. Lass doch mal so.
Wie gehen wir nach Hause? Ja, die Frage ist, soll ich den Shader jetzt drin lassen für die zukünftigen Videos oder nicht? Das könnt ihr entscheiden. Schreibt das in die Kommentare unten rein, was ihr davon hält. Ob es gut ist mit Shader, ohne Shader. So, es wird anscheinend Nacht. Oder es ist Nacht, und besser gesagt, gehen wir schlafen. Schreibt es rein, ob der Shader passt oder vielleicht habt ihr einen anderen Shader, der noch besser ist. Keine Ahnung. Mal gucken. So. Mal sortieren da. Na komm. Gehst du. Blöder Duell hier. Genau, ich habe hier diese komischen Sachen von Redbauer gemacht für die Lampen. Hier habe ich auch noch das Rezept von den Lampen drin. So, das, die Magmatic Engine brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das nicht. So, und jetzt schauen wir mal, ob hier Lava ankommt. Ja, es kommt Lava an. Also funktioniert unsere ganze Anlage dort drüben. Was wir aber nicht wissen ist. Doch, hier werden die Chunks geladen. Chunks sind geladen. Die Maschinen pumpen nicht, weil sie alle keine Lust haben, oder wie? Also die pumpen nur, weil die falsches Signal hat hier. So. Jetzt pumpen wieder alle. Vollgas. Brauchen wir auch nicht. So, hier haben wir nichts mehr. Gut, weil kein Holz mehr vorhanden ist. Genau. Weil wir keine 1000. Haben wir ja reingesagt, 10.000 Holz haben. Oder wie viel haben wir? Wood? 9.000, okay. Das heißt, wir haben irgendwo einen Mangel, dass die Farmen nicht arbeiten. Und zwar, ich schätze mal, das wird Erde sein. Gucken wir mal, was haben wir hier nicht? Fertilizer. Was haben wir hier nicht? Fertilizer. Das heißt. Fertilizer und Fertilizer können wir aus folgendem machen. Aus Eppertalt. Mit Asche kriegen wir 16 raus. Oder wenn man Salpeter. Ich glaube, Salpeter haben wir nichts. Wie kriegen wir Salpeter? Aus Salpeter-Ohr. Naja, wo bekommen wir Salpeter her? Der Wüste. Salpeter, aber gar nichts. Niente, Nano, nix. Furzkiste. Auch doof, ne? So, und hier unten werde ich dann noch ein kleines Räumchen bauen, habe ich mir gedacht. So, da bauen wir uns ein bisschen noch den Boden aus. Zack, hier. Oh, hier. Warum ist hier noch die Wand drin? Die hat mir nichts mehr zu suchen. Ja, stück noch rum, da ist mir egal. Du Hampelmann, du. Hier geht's nach draußen, da habe ich schon zugemacht. Kommt ein kleiner, so ein Abstellraum. Und dann bauen wir uns hier einen Weg rüber. Zu unseren Häuschen da oben. Kann ich jetzt nicht zeigen. Zu den Häuschen da drüben. Zu den da. Auch einen unterirdischen Gang haben. Das heißt, da wird circa hier irgendwo entlang. Ja, das ist die Frage. Ne? Sind hier auf Ebene 56. Das heißt, am besten wir gehen in das Haus und buddeln uns in andere Richtung. Ja, unser Duell hat elliptische Anfälle. Zwar würde ich gerne hier raufkommen. Das heißt, hier eine Stiege nach unten bauen. Sagen wir hier mal den Boden weg. Es ist schwer, irgendwie hier eine Stiege zu bauen, so wie ich sie haben will. Okay, dann machen wir so, dass wir hier drei lassen. Und hier die Stiege dann nach unten geht. So, irgendwie. Dann mal die Leiter noch aufpassen. Das heißt, wir müssen die Leiter noch zuerst verlegen. So, verlegen wir sie da einfach da unten drin, dann stört sie uns nicht. Na, dann kommst du da runter.
hier entlang, genau. Und was wir brauchen, haben wir kein Signal, eh klar. Da müssen wir uns ein paar Wireless-Dinger aufstellen, noch in der ganzen Welt. Dass wir immer Signal haben, weil das stört mich schon. Wir brauchen erstmal jetzt ein paar Stufen. Bin gerade mal überlegen, wie wir die Stufen am besten machen können. Ich will, dass wir alle mit Stone Slabs haben. 140, egal. Und dann ist meine Frage, kann man die nochmal durchschneiden? Normal schon, ne? Dreadbauer-Säge. Die haben wir da aber jetzt nicht. Dann organisieren wir uns mal die Dreadbauer-Säge. Die müsste eigentlich Rucksack sein. Eigentlich, ja. Genau. Genau darum ging es mir ja. Eigentlich. Kriegst du elliptische Anfälle? Oder auch nicht. Denn die wird jetzt sicher hier irgendwie in einer Kiste rumschlumpfen. Genau, hier ist sie. Ich denke, wir brauchen Diamant-Säge. Hier kommt natürlich dann auch noch ein Gang nach unten schön und hier ein Gang her. Zack. Dass wir nicht immer nach draußen müssen. Komm, werde hell. Werde hell. Jetzt sollen wir das gleich mal testen. Ob man... das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Den behalte ich, den brauche ich nicht. Ich wollte schon sagen, habe ich die Säge nicht mitgenommen. Warum kann man die Slabs nicht schneiden? Das ist doof. Was gibt's denn da so alles an? Zum Beispiel Stein, also das sind die, ne? Die. Ach so, die muss man schneiden anscheinend. Also die anderen Slabs, okay, passt schon. Die kann man nicht irgendwie zurückmachen, doch kann man, indem man es so macht. Dann hat man Hälften. Genau, die muss man ja schneiden. So. Bekommt man die raus. Und die muss man so schneiden. So wollte ich das haben. Jetzt haben wir es. Denn ich wollte ja hier bei der Stiege zum Beispiel nicht so eine große Stiege machen wie drüben, sondern hier so einfach mal reinlegen, damit ich hier ein bisschen Platz habe. Und dann hier eben die Hälfte rein, damit die Stiege einfach steiler nach unten geht. Und dann hat man eine normale Stiege, nur halt aus diesen Slabs sozusagen. Dann muss das eh wieder raus hier. Die Reihe muss raus. Das muss hier nochmal weg. Das bringt nichts. Das stört uns hier. Damit wir das verdecken können, schön. Sonst sieht man das alles, das gefällt mir nicht. So. Komm hier. Da kommt Kabel rein, das stört niemanden. So. Und hier wieder Stone Slabs. Genau, hier so. Und wo sind die halben? Hier. Das ist halt der Vorteil bei Redbauer. Da kann man schöne kleine Dings machen und bekommt eine schöne Stiege zusammen. So, weg da mit euch. Ich hasse das immer, wenn man da 56 haben wir gesagt auf die Höhe. Ich sehe gar nichts mehr. Ihr wahrscheinlich auch nichts. So, dann kommen wir hier Bricks hin. Und diese Dinger hin. So, genau. Jetzt sind wir hier gar nicht, das heißt, wir brauchen hier mal vorübergehend Fackeln. Schaut schon besser aus. Da geht ziemlich tief runter. So, dann brauchen wir hier wieder. Und die Hälfte. Zack, zack. Warum brauche ich hier eine Dreierstiege runter? Weiß auch kein Mensch, ne? Egal. Ist halt so. So, das Eisen holen wir uns hier raus. Das müssen wir hier nicht unbedingt liegen lassen. So.
57. 56, das ist genau unsere Höhe, wo wir hin müssen. Denn das ist genau 56 gewesen auf der anderen Seite. Und dann können wir 1 zu 1 rüberfahren. Das war natürlich jetzt dann mehr so doof, ne? Aber ja, ich bin halt doof. Das wissen einige. Stimmt, deswegen ja. So, zum Mann. Hier entlang und es wäre so eine enge Baustelle hier. So. Nicht. Aktiviert, nein, so. Zack, und einmal fehlt noch hier. Zack und zack. Schon haben wir eine schöne Stiege gemacht, wo wir rauf und runter gehen können. So, hier einmal platt machen, die ganze Sache. Drei. Dann kommst du hier mal weg. So ein kleiner Raum, würde ich sagen. Die Frage ist, groß machen wir das Ganze jetzt. 3x3 würde ich nicht lassen. Ich würde da schon etwas, ja, größer machen, oder? Würden wir gleich hier. Nee, das geht so nicht. Da müssen wir ein bisschen nach vor. Und hier gehen wir rüber. Ist wieder dunkel hier. So. Das hat ja der Nachteil bei diesem Shader-Mod. Da ist dann halt wirklich dunkel. Lass mich in Frieden, du blöder Grabbel. Runterfallen, Grabbel weg. Runterfallen, Grabbel weg. So, mit dem Duell geht das ziemlich schnell, so einen Gang bauen. Ihr seht es. Da hat man ratzfatz einen Gang gebaut. So, und wieder beleuchten. Da machen wir auch noch eine schöne Redbar-Beleuchtung rein. Schon haben wir einen schönen unterirdischen Gang, den wir natürlich dann auch nutzen werden für verschiedene Sachen. So. Wir kommen jetzt ganz woanders raus, als wir erwartet. Das ist natürlich kacke, ne? Weil da hinten ist unser Gang. Das heißt, wir versuchen unser Glück einfach mal hier entlang. Genau. Zack. Und schon würden wir hier rüberkommen. Hier noch Fackeln aufstellen, damit hier nichts spawnt. Zack, weil hier kommt ja noch Boden rein. Schätze ich mal, so. Zack, alles schön machen hier, ne? Und dann hier auch noch da vorne. Da. Ja, und da können wir dann einen schönen Weg hier rüber machen. Sind da und können hier gleich rauf. Da ist halt eben, wie gesagt, eine steile Stiege. Und haben hier gleich unsere ganzen Sachen. Das war schöne Schiebetiere, die einwandfrei funktioniert. Die gefällt mir am besten von dem Raum. Das kann man mal noch eins weg so. Und da auch noch so. So, irgendwie. Das mache ich dann eh. Offline schön alles verkleiden, ne? Unser Inventar ist voll, das darf nicht sein. Das heißt, wir müssen einiges wegschmeißen hier. Stone Slabs brauche ich jetzt auch nicht mehr. Das nicht, das nicht, das nicht. So, den Kack hier weg. Das weg, das weg. Vorerst mal. Kann ich ja jederzeit wieder aus dem Salar rausholen. Das wird ja einfach in die Blight-Energistik einsortiert. Und schon habe ich es wieder. Also darunter fliegen möchte ich auch nicht unbedingt. Ja, okay, wir haben E-Jetpack, also wäre es nicht schlimm. Könnten wir ja mal runterschauen, was da unten so los ist. Da war ich anscheinend schon mal. Das sind schon ein paar Fackeln und eine Workbench. Ist hier von dieser Seite irgendwo gekommen? Nö, von oben, von oben, oben. Ich kann mich auf das Teil. Ne, da unten, genau. Da von da unten sind wir gekommen. Das war ganz am Anfang. Erst ein paar Folgen. War ich am meinen. Ich glaube damals zusammen mit der B-Miner. Was ist hier eine Schlucht? Ah, Wasser, Wasser, ne? Nö. Hat's ausgesehen. Halt eine Riesenschlucht hier. Ja, jetzt. Wo kommt sie jetzt wieder raus? Super, jetzt habe ich mich verlaufen, oder was?
Hier irgendwo? Nee, doch, da, ja. Das sagt mir was und hier rauf. So, da war's. Zum Glück. So. Mehr ein bisschen Licht noch. Licht ins Dunkle. Wer kennt das nicht? Also, haben wir schon einen unterirdischen Gang. Wir sind. Ah, da oben ist dann schon. Das heißt, wir haben hier zwei Platz. Na, okay. Ich dachte, das ist tiefer, aber egal. Hier unten können wir dann noch weitere Räume bauen. So links, rechts rein. Dok, 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 dok. Was wir halt noch brauchen. Das Problem ist, wir haben kein Salpeter. Das heißt, wir müssen Salpeter organisieren. Oder ich. Das heißt, ich werde mal in die Wüste gehen, die sich da hinten befindet. Und werde mal nach Salpeter suchen. Und hoffen, dass ich irgendwas finde. Oder ich werde mal gucken, wie viel Appetite wir noch haben. 81. Okay, da gibt sie schon noch was, ne? Asche haben wir leider keine, also müssen wir. Wie heißt das? Fertilizer. Da haben wir noch 100, haben wir noch. Also es sind nicht ganz drei Stacks, deswegen. 60, 128. Genau, so. Da haben wir noch 65, also. Irgendwie bin ich gerade verarscht. Mal 6 Stacks. Jetzt noch überteilt. Ja, 17 Stück. Okay, das geht noch. Das können wir noch gelten lassen. 17 Stück. Bisschen noch Reserve sollte man ja haben. Jetzt gehen wir hier hin. Geben dir gleich noch einen halben Stack hier rein. Und dir gleich direkt einen halben Stack. Da könnt ihr schon arbeiten. Und hier unten sagen wir, es braucht ja nicht zwei Stack immer sein. Da reicht ein halber auch. Weil wir ja hier nur ein 6 Stück rausholen. Gut, dann funktioniert die Farm wieder. Und was wir dann in Zukunft machen werden, ach du Kacke, das sieht dumm aus hier mit Orange und Rot, ist, wir nehmen hier zum Beispiel mal 3, 4 Stack von diesen Seeds raus. Und packen die einfach mal in den Crafting Table. So, so, so. Sind hier eben Pflanzenbälle. Und wenn ich jetzt nicht täuscht, haben wir. Das Problem, dass wir auch nicht viel Erde haben, ne? Für unsere Farm. Also die ist schon einmal ausgegangen, dann nimmt man Pflanzenbälle. Und muss ich gerade mal testen, ob das mit dem Pulverisierer auch funktioniert. Mal testen. Nein, funktioniert leider nicht, aber Kompressor, Furnace, kein Extraktor hier oben, ne. Kein Extraktor. Ja, wie gesagt, sagt mir Bescheid, was ihr von den Schädel hält. So, und wenn wir hier schauen, die Messerette rein tun, zack, kommen wir 8 Dirt raus. Und so können wir auch Erde erstellen. Das heißt, die Farm bringt uns Pflanzenbälle und die Pflanzenbälle bringen uns Erde. Falls wir mal keine Erde haben, werden wir das so automatisieren. Dass immer genug Erde da ist. Weil die Farmen brauchen gar nicht wenig Erde, wenn man ehrlich ist. Die brauchen ziemlich viel, ne? Pro Baum, was sie fällen, eine Erde. So, was haben wir hier? Hier haben wir keine Cans mehr anscheinend. So. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir die ganzen, oh, Elbowies hier aufbauen, die ich hier schon habe. Da werden wir uns unsere Elbowie Farm erweitern. Da können wir auch mal schnell rübergehen. Ich denke mal, das wird eine längere Folge, was ich jetzt aufnehme, aber egal. Das schaut so was von, ja, meiner Meinung nach kacke aus, aber okay. Ja, die Bienen produzieren hier fleißig, wie man sieht. Ohne Ende. Hier wird natürlich schon wieder voll sein. Ja, klar.
Okay. Das geht schon über, da müssen wir uns auch nochmals überlegen, dass wir das automatisch rausziehen. Ja, auch. Aber das ist ein bisschen so ein Scrap so nebenbei. Ist auch noch Platz. Also wir werden uns hier eine schöne Elbery Farm aufbauen. Wie gesagt, da werden wir uns dann mal ein paar Folgen widmen mit den ganzen Bienenzüchten und so weiter. Dass wir uns hier jede Menge verschiedene Bienen züchten. Die auch. Ihr seht, wie viel Combs, also wie viele verschiedene Sachen man hier rausbekommt aus der Biene. Und ich sage mal so im Durchschnitt, pro Comb gibt es wahrscheinlich eine Biene, so im Durchschnitt. Rubin, dann zum Beispiel den Redstone will ich haben. Glowstone wäre nicht schlecht. Immer. Warte mal, wir haben gesagt, wir brauchen Pharaoh, ne? Gesicherte Pharaoh. Biene, Comp. Pharaoh, Pharaoh. Nee, nicht Pharaoh brauchen wir. Oder war das Pharaoh? Wie hat das geheißen? Ich glaube Pharaoh, oder? Mal gucken, Fertilizer. Nee, ist halt Beta, okay. Gibt's da was? Beta. Beta. Nee, gibt's leider keine Biene. Das wäre cool gewesen, wenn es so eine Salpeter-Biene gibt. Dann hätte ich die gezüchtet, dann hätten wir auch Salpeter bekommen. Aber vielleicht gibt es eine Fertilizer-Biene. Es gibt wirklich fast schon für alles Biene oder Apple. Nein, nee, gibt es auch nicht. Schade. Na egal, dann soll es so sein. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns an der nächsten Folge. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, soll ich die Cheater drin lassen, soll ich rausnehmen, wenn habt vielleicht einen anderen guten. Und ja, wir sehen uns. Also bis dann. Ciao, Leute.